Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Herr der Ringe Online, Helms Klamm. Und so, wir haben wieder ein kleines Hobbit-Geschenk, aber nur ein silbernes und da wird wahrscheinlich wieder der gleiche Krempel drin sein. Ach, diesmal nicht. So, ein Rüstungsteil, ja, aber das ist nicht wirklich besser als das, was wir sowieso schon haben. So, wir sind jetzt wieder in die Fenmark geritten. Als wir ausgelockt haben, da waren wir hier so in diesem Bereich, da an diesem Tor von Dimhold, und dann sind wir hier einmal ganz kurz zurückgeritten, weil wir jetzt hier erstmal weitermachen. Da hatten wir ja keine Quest mehr. Wir haben jetzt noch eine Quest in der Weiten Mark und hier, die ist allerdings 90 und hier ist Stufe 89, und deswegen machen wir hier erstmal weiter mit der Quest Pflückt Pfeilkraut. So, müssen wir mal gucken, das soll hier überall wachsen. Ich habe die ganze Zeit Pfeifenkraut gelesen. Ja, ich auch. Deswegen war ich eben auch so ein bisschen verwirrt. So, die wachsen normalerweise hier direkt am Moor. Moorrast vielmehr. Da, Pfeilblattblüte. So, wo geht's denn weiter? Ja, schöner Grafikfehler hier mit den Seerosen. Ist alles schön am Flackern. Kann aber auch daran liegen, dass ich derzeit nicht den aktuellsten Grafikkartentreiber habe. Sondern wegen Rollercoaster Tycoon, der mag nämlich nicht die neuesten, da leckt das dann alles. Deswegen habe ich eine Version dort vorgenommen. Kann sein, dass es denn hier jetzt mal zu so minimalen Unstimmigkeiten kommt. So, wo geht's denn hier weiter? Jetzt sind wir schon aus dem Gebiet wieder raus. Oh ja. Normalerweise hat man, wenn man eins gefunden hat, dann müsste man den Rest dann auch immer sehen von dort aus. So, hier geht's weiter. Da haben wir das zweite. So, da ist wieder eine. Na, der hat ja auch einen Traumjob hier. So. Und hier sind wir dann auch nochmal. Guck mal, hier haben wir so mal schöne Schnecken. Ja, das ist ja einer meiner Lieblingstrades immer gewesen im Auenland, dieser Schneckentray. So, eins fehlt noch. Na, hier irgendwo muss doch noch die letzte Blüte sein. Hast du die schon alle? Ja. Ha. Wo habe ich denn was übersehen? Normalerweise gibt es ja auch immer noch ein paar mehr als diese fünf. Da müssen wir hier irgendwo was übersehen haben. So, da laufen wir wieder aus dem Gebiet raus. Komm, nehmen wir mal das Pferd, es geht ein bisschen schneller. Ach, hier. Gut. So, dann gehen wir die Quest auch mal ab und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier noch mehrere Quests bekommen.
So. Wo ist die denn? Die ist auf so einem Steg bei dem Teich. Ah. Bin ich blind? Ach, jetzt auf einmal. Okay, die hat ein bisschen länger gebraucht, bis sie gekommen ist. Gut, redet mit Tan Sparhafog. Dann reiten wir da mal hin. Der ist hier wieder natürlich in der Methalle. Im Rathaus. So, und dann machen wir das mal. Ja, die sind vom Bauaufbau her eigentlich fast alle gleich. Überall brennende, lodernde Lagerfeuer. Und ein Chef, dem es richtig gut geht, und das Volk ist draußen im Sumpf und fängt Fische. Ich verstehe nicht, warum wir hier innehalten. So, Keilerfälle. Und sprecht mit Seletrit. So, dann gucken wir mal, wo dieser Seletrit ist. Die Keiler, die haben wir ja schon. Ach, guck mal, der scheint hier vorne direkt zu sein. Jawohl. Was wollt ihr von den Rohirren? So, und die hat dann auch nochmal eine Quest. Wasserlilien. Und hier vorne haben wir auch nochmal einen Ring. Das ist dann wahrscheinlich dieser Freti. Habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Sprecht mit Drittwald und sie geben uns alle hier nochmal eine Quest. Das ist eigentlich ganz cool. So, warten wir mal kurz auf Lena. Können wir uns hier mal dieses wunderschöne Huhn anschauen. Ja, hätte ich jetzt die Textur ein bisschen höher gemacht, dann würde es auch noch ein bisschen hübscher aussehen hier alles. Gerade auch vor allem der Boden und die Gebäude und die Charaktere, aber dann ruckelt es leider doch ein bisschen arg. Liegt zum einen an meinem Notebook, zum anderen an Fraps und auch an der Technik, mit dem das programmiert wurde. Da gibt es leider immer noch so ein bisschen Ungereimtheiten, was die Grafik auch angeht. Also manchmal sind die Server etwas leistungsschwach, manchmal halt einfach die Qualität von dem Programmieren. Das merkt man dann in den Etten, wenn man dort mal ist. So, hier haben wir Hühnerfutter. Das können wir direkt mal mitnehmen. Und dann bringen wir das direkt mal wieder zurück. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Gut, so als nächstes werden uns hier auf dem Quest-Tracker die Wasserlilien bzw. Seerosen angezeigt. Die sind auch hier direkt hier vorne. Die sammeln wir dann auch mal ein. So, als Hobbit darf man hier dann wieder in dem Gewässer dann wieder so ein bisschen schwimmen. Die Elben haben dann das Glück, dass sie da drin stehen können. Zwei sogar. Schwäne sind eigentlich extrem böse. Wirklich? Sollen wir sie erlegen? Nein. Aber man sollte schon Angst vor denen haben. Ja, das glaube ich. So, hier ist noch der Drittwald. Den können wir dann mal ansprechen nochmal. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Also hier gibt es noch allerhand Quests. Also ist immer so, einer mit dem wir reden sollen, der hat dann auch wieder eine Quest, der schickt uns dann wieder zu dem nächsten und so weiter und so fort. Denn hier sollen wir jetzt
Ach nee, das ist Tritwalds Ring. Der ist da hinten. Da gehen wir dann gleich mal hin. Ah, guck mal hier. Aber was zu futtern haben sie. Und gesunde Ernährung ist das A und O. So, dann laufen wir mal hier hoch zu dem Stallmeister. Denn da soll er seinen Ring verloren haben. So, und das riecht doch schon mal nach Level Up. So, hier ist erstmal noch diese andere. Die hat dann auch wieder einen Quest für uns. Und hier liegt der Ring irgendwo in dem Stroh. Wird bereits verwendet. Toll. Tuckvoll. Ach, der. Blöder Penner. Echt mal. Der soll sich mal hinten anstellen, ne? Ich hasse das, weißt du? Beim Julfest gab's das mal. Da gibt's doch diese Schneekreaturen, die du anjubeln musst. Ja. Und dann laufen die eine Weile rum und dann legen die sich wieder hin. So, und dann wurden die angesprochen. Und dann lief da eine rum und dann dachte ich, okay, laufe ich da so lange hinterher, bis die sich wieder hinlegt, damit ich die wieder anjubeln kann für die Quest. Ja. Und dann laufe ich der fast 3 Minuten hinterher, weil sonst keine andere da ist. Und dann kommt da so ein Vollidiot und, ja, sobald die sich hingelegt hat, schnappt er die weg. Ich hasse sowas. Ich hasse das, wenn man sieht, dass andere das wollen, dass man das dann wegschnappt. Ja, das ist halt eigentlich bei allen Rollenspielen so. Da ist man halt sich selber immer am nächsten. Ja, aber ich finde das trotzdem ätzend. Jetzt letztens war ich mit meinem kleinen Uni unterwegs und da war halt eine, die wollte so eine Kupferader oder was und hatte dann einen Wolf weggehauen, um die dann nehmen zu können. Und dann habe ich die auch stehen gelassen, damit die Erzader sich holt. Ja. Ja, denkt nicht jeder so, ne? Das ist halt das. Aber ist ja auch, naja gut, muss man halt hier und da mal ein bisschen warten. Ja, das dauert jetzt wirklich echt extrem lange. Und der kann ihn leider nicht anklicken. Der Namenlose hier vor uns, der hat kommt auch gar nicht voran. Wäre natürlich cool, wenn die das. Du bekommst das übrigens immer alles ab. Hättest du mal ihn beworfen, wenn der dich hier die ganze Zeit mit dem alten Stroh da bewirft. Ich kann den nicht ins Target nehmen. Nee, ich auch nicht. Steht ja zwar, ihr schlagt euch selbst, aber. Nee, bei mir steht nichts. Hast froh, hast Glück gehabt. Hast froh. Danke sehr. Tja, der kommt gar nicht voran, der Gute, ja? Wäre natürlich cool, wenn das so ist. Ich meine, so viel Aufwand kann es nicht sein, dass die hier dann immer nach und nach abgebaut werden, diese Strohballen, Haufen. Oh, das dauert jetzt aber echt lang. Wir können doch erstmal was anderes machen, das ist leider. Ja, sonst warten wir ruhig eben. Dann kannst du dir das schon mal nehmen. Und dann machen wir danach dann eine kurze Aufnahmepause. Beziehungsweise ein kurzes Päuschen und dann machen wir die nächste Folge dann ab dem Moment, wo der denn wieder da ist. Dann brauchen zumindest die Zuschauer da nicht drauf warten. Wir können ja hier mal gucken. Na. Guck mal, hier ist ein Sippi von uns, direkt hinter uns. Ah. Efeu-Platz. Oh, ist anonym und kann ich jetzt betätigen. Oh, ich habe mehr Moral und ich habe mehr Kraft. Dabei ist mein Bade gar nicht so toll. Tja. Dafür habe ich mehr Moral als du. Ja, pfff. 11.000. Ich habe fast 3.000 mehr Kraft. Aber nur fast. 2,5. Ja. Ach, komm schon. Ich habe eben schon mal in die Quest geguckt, ob es nicht doch irgendwie gezählt hat, aber nee. Aber warum dauert das auch so lange? Ich meine,
es kommt ja doch schon mal öfters vor, dass man auch mal in Dreier- oder Vierergruppen questet und dann soll man hier wirklich dann 20 Minuten warten, bis jeder diesen Ring hat. Und wenn man das dann so macht, dass man erstmal sich einer holt sich den und dann macht man irgendeine andere Quest, dann kommt man irgendwann auch durcheinander. Also das ist auch blöd. Er wird wohl gewusst haben, warum er uns den geklaut hat. Ja, das dachte ich mir. Ja, weil wir haben bei WoW, weiß noch, in diesem einen unterirdischen Stamm von diesen komischen Viechern, wo da auch so ein Hochleveliger war und wir dann die ganze Zeit mit diesen AOE-Attacken versucht haben, diese Königin oder so. Ja. Da haben wir auch irgendwie 10 Minuten gewartet und haben dann halt echt 3 Minuten lang die ganze Zeit AOE-Attacken gemacht und hatten sogar das Glück, dass wir die dann bekommen haben. Der war aber ein Penner, der hatte die davor schon mal geklaut, also der hatte die ja schon. Der war in die Stufe 70, 80 oder so. Verstehe ich auch nicht. Der hat Quest Trades oder so gemacht. So, und jetzt reicht mir das hier. Lass uns irgendwas anderes machen. Ja, sonst lass uns hier ein kurzes Päuschen machen und dann ja, gucken wir mal. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge mehr Glück. Und wir sehen uns dann wieder, wie immer, dann morgen um 13:30 Uhr. Bis dann, Leute. Macht's gut.